So, ich habe ein bisschen was abgekürzt. Das heißt, also wir sind jetzt schon auf dem Weg zu Sommersend zum richtigen Wegschrein, um diese Quest abzugeben oder eine Folgequest anzunehmen. Das weiß ich noch nicht. Das könnte eine der also die zweite Hauptquest in Sommersend sein, wobei ein Teil davon schon für Gruppen waren. Ich habe es alleine geschafft, aber nur mit viel Trickserei. Aber das habt ihr ja vor 2 Folgen gesehen. So, ja, wie, nein, da. Wie kommen wir am besten raus? Ich denke mal, da muss es einen Ausgang geben, der uns zurechtkommt. Genau. So. Und dann einfach mal darunter. So. Ich finde das toll, wenn wir nochmal so ein Portal finden würden. Na, wo ist er denn? Oder sie? Na, das ist. Nein. Da unten? Tiefer. Okay. Ja. Und noch tiefer. Ich sage, springen wir mal auf diesen Hügel. Und da ist sie. Um wen immer es sich bei euch auch handelt, sofern ihr denn kein Trugbild seid, ihr müsst Alinor benachrichtigen. Sagt Schlachtenvogt Tonerline, Ich, der hat die mich geschickt. Seesoldaten. Wir gingen Gerüchten über eine neue Art Magie nach. Es geht also doch weiter. Und wir entdeckten die Okay. Kaisire. Was? Seekreckenmagie. Es hat etwas mit den Kluftperlen zu tun. Die Geysire speien etwas aus. Schreckliche Seeungeheuer und Untote. Bekorgen. Die Seekrecke arbeitet daran, ihre Kraft zu verstärken. Unser Bericht beinhaltet alle Einzelheiten. Bericht. Der Hochelfenseesoldat Indirim. Er ist ein Magier, wenn auch längst nicht so mächtig wie Kainar. Er hat Notizen über die Geysire verfasst. Den Großteil habe ich nicht verstanden. Als die Yagra angriffen, teilten wir uns auf. Die Seesoldaten gingen runter zur Küste. So, ich probiere es gerade mal mitten in der Aufnahme was aus. So, und zwar denke ich mal, es wäre sinnvoll, wenn wir die Kamera mal Oh, ja. Das fest hier. Genau, weil dann gucke ich beim Spielen ein bisschen besser in die Kamera. Wir passen das noch ganz kurz mal an. Ich weiß, was sollte man nicht live machen, aber ich habe es jetzt mal gemacht. So. Wo haben wir es? Okay, Kamerasteuerung. Neigung. So. Dann machen wir da noch ein bisschen was weg. Und nehmen diesen Stuhl. Noch weg, so. Und das ist, glaube ich, besser. Okay, weil dann, ja, hier gucke ich euch ab und zu mal an. So, was kann ich denn für die unten Ich werde tun? schon überleben. Ich war früher schon ähnlich verwundet. Sobald ich meine Kräfte wieder beisammen habe, mache ich mich auf den Weg zurück nach Alinor. So, findet die Seesoldaten. Das ist aber nicht weit. Das ist Nummer 1. Okay. Schnappen wir uns noch das Ding hier.
Ich sage aber bitte nicht, dass wir dafür dieses Monster besiegen können, müssen, dürfen. Das klappt aber nicht alleine. Na, da ist der zweite. Da ist der dritte. Das bewegt sich sehr, sehr stark um diesen Dings rum. Und das kann ich nicht alleine. Aber da sind genug andere. Was sind die anderen? Na? Hallo? Na, da oben? Na, da gibt's auch einen Weg dahin, oder? Sagt mal. Da durch? Nein. Ich bin jetzt auch ein bisschen nervös, weil... Da kommen wir nicht hoch. Da ist aber was. Was ist das da? Was ist das? Ein Klo? Können wir da vielleicht irgendwie hoch? Na, vielleicht mit viel? Und dann da hoch? Nein. Och Mann, das wird jetzt doof. Das ist doch irgendwie... Ich muss da hoch. Da lang? Das. Nein, das muss eigentlich. Genau hier sein. Ach, da ist er ja. Komisch. So. Ja. Der letzte ist. Manchmal ist die Karte schon ein bisschen eigen. Ha, meine Katze. So, und jetzt sprecht mit dem Schlachtenvogt. Ach Gott sei Dank, das ist ganz woanders. Und wo? Dort. Da wir hier ohne weiteres nicht wegkommen, die Gegend mag ich nicht, springen wir einfach mal nicht ganz so kostenlos dorthin. Wir haben so viel eingenommen die ganze Zeit. Macht's, ja? Da hoch? Nein. Da lang. Nein. Ach, das ist ein... Ja. Was sagt der uns? Ihr seid zurück. Kainar kam wieder und meinte, ihr hättet euch auf die Suche nach Miriar und den Seesoldaten gemacht. Sagt mir, ist die Bedrohung durch die Seekrecken so finster, wie die Katze der Königin es andeutete? Mögen die Acht uns behüten. Eine Kabale der Seekrecken. Hochelfische Verräter. Magische Geysire, die die Insel versenken können. Ich schicke euch los, um einer einzigen Bedrohung nachzugehen und ihr kehrt gleich mit einer Vielzahl von ihnen wieder. Doch das bestätigt die Gerüchte.
Und wir können entsprechend planen. Und wie geht's weiter? Unter gewöhnlichen Umständen würde ich jeden Soldaten unter meinem Kommando losschicken, um diese Geysire zu beseitigen. Doch der andauernde Krieg zehrt an unseren Kräften. Es ist wohl an der Zeit, mehr Leute wie euch und Kainars Abenteurer zu rekrutieren. Nehmt fürs Erste dies und meinen Dank. Danke. Die Arbeit, die ihr verrichtet habt, um uns über die Seekrecken in Kenntnis zu setzen, brillant. Doch das ist nur der Anfang. Jetzt müssen wir auf Grundlage dieses Wissens handeln, bevor die Kluftkabale zu viel Schaden auf der Insel anrichtet. Ja, und viel? Die Seekrecken haben Kluftgeysire entfesselt, die die ganze Insel versenken könnten. Sie sind davon ausgegangen, dass uns die daraus hervorströmenden Kreaturen derart ablenken würden, dass wir die wahre Gefahr erst erkennen, wenn es zu spät ist. Dann wollen wir sie mal enttäuschen, was? Mhm. Ja. Zerstört die Geysire. Findet und vernichtet sie, so schnell ihr nur könnt. Ihr müsst euch durch die Monstren kämpfen, die aus den Geysiren hervorkommen. Also nehmt lieber Verbündete mit und vernichtet unbedingt die Perlen. Sie sind die Quelle dieser Magie. Schauen wir doch mal. Es gibt nichts mehr zu besprechen, bis diese Kluftgeysire vernichtet wurden. Macht euch ran und mögen die Sterne euch bei dieser Aufgabe leiten. Ohne weitere Anhaltspunkte haben wir kein Ziel, das wir angreifen könnten. Abgesehen davon habe ich gerade gar keine Armee zur Verfügung. Der Großteil unserer Streitkräfte wird auf dem Kontinent im Krieg der drei Banner eingesetzt. Ich muss mich auf die Truppen vor Ort verlassen. Okay, so. Dann schauen wir mal auf der Karte. Moment. Ja, M. Ah, ja, da. Da. Und da. Ich würde sagen, wir versuchen es. Vielleicht, weil gerade Sommers End ja sehr populär ist, haben wir also immer irgendwelche Mitstreiter, die dort zufällig auftauchen. Weil hier ist ja wirklich eine Menge los. Ich würde sagen, wir fangen da an. Da müssen wir aber auch schnell vorher was zu uns nehmen. Und zwar diese ganzen... Ah, die mag ich ja überhaupt nicht. Wo haben wir es denn? Was macht der? Nein. 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 Da ist ja noch was Kronenmäßiges, oder? Irgendein Gericht. Nö. Haben wir das schon? Nö. So, dann doch das. Gut. Dann nichts wieder hin. Vielleicht sind ja wirklich Leute schon dabei. Das sieht sogar ein bisschen so aus. Ja, danke schön. Schattenwurf kann mich mal. So, lass mich raten. Okay. Ist da jemand? Ja, das ist doch eine Sache.
ihr das nicht gewusst? Der Sieg war für euch immer unerreichbar. Uhu. So, naja, mit ein bisschen Hilfe ging's. Ich war jetzt gerade sehr still, weil es war halt schon nicht ohne. Aber wie gesagt, Sommers End ist momentan so populär, dass wir immer mal wieder jemanden finden. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Das wäre echt toll, wenn wir diese Gruppenquest trotzdem im Single-Modus schaffen könnten. Leute? Jawohl, da haben wir schon Leute. Gut. Klasse, oder? Oh. Okay. Wollen wir mal sehen, wie ihr mit Dunkelsturms Verlockungen umgeht. Okay, ist gut. Yeah.
Licht verschlingt, wird noch Turnal euch verschlingen. Noch was? Ja, nein. So, dann würde ich sagen. Oh, das hat ja bis jetzt sehr gut geklappt. Haben wir noch Zeit für den dritten? Was machen wir denn da? Was ist denn jetzt los? Hallo? Irgendwie scheint, seitdem ich diese Quest angenommen habe, alles ein bisschen... Oh. Ja, das machen wir nicht. Ja. Jetzt haben wir dieser Wegschrein, der müsste doch eigentlich hier ganz... fluffig in der Nähe sein. Naja. Ist er auch, aber ich bin ein bisschen doof. Da, da. So, den haben wir. Den haben wir. Ich würde sagen, dann nehmen wir den noch. Ja, den haben wir noch nicht. Dann gehen wir mal dahin. Und schauen mal, was der macht. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wenn nicht, machen wir was anders. Hey, ich mache Gruppen-Action ohne das ganz alleine. Ja. Ach komm, mach nicht so. Nein. Nein, 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 nein. Hör auf jetzt. Das glaubt dir kein Mensch. Na, wo sind sie? Ach, da hinten. Ist das das? Ist da außer mir jemand? Nein. Ja, alleine schaffe ich es nicht. Oder war es das Ding, den wir schon haben? Warte. Moment, nochmal. Nee, das machen wir nicht. Weil, wie ich gesagt habe, allein können wir das getrost vergessen. Aber da waren ja genug andere. Und der liegt ja auch ein bisschen abseits der Wege. Wir nehmen uns den Trinkschlauch mit. Und die Zeit läuft mir so ein bisschen davon. Okay. Mal was zu zweit, oder? Ach, da ist er doch noch. Oder ist er böser? Böser? Wie redet denn der Mann?
klassisch, also mache ich das zuerst weg. Na komm. Lass ich auf. Ihr hättet gewonnen. Wohl kaum. Ja. Antlitz der Finsternis erblickt hat, wird nicht lang überleben. Ja, yeah, geschafft. Sehr still und leise, aber geschafft. So, dann machen wir hier, weil es gerade so toll ist, eine etwas längere Folge. Wir sind auf Sommersend. Moment, was? Ach nee, sag das nicht, das war das Daily's Ding. Ja. Upsa. Ist das? Gut, okay. Dann war das gar nicht so toll. Also Daily's wollte ich ja nicht machen. Haben wir dann echt Summer's End abgeschlossen? Heißt die Folge so? Summer's End zu Ende? Und warum ruckelt meine Kamera so? Na gut, wir kriegen jetzt erstmal unsere Belohnung. Ich denke mal, die lohnt sich auch. Upsa. Wer, wenn ich auf dem Weg dorthin schon sterben? Das sind hervorragende Neuigkeiten. Trotz meiner Zweifel scheint sich der Erlass der Königin doch als Segen und nicht als Fluch zu entpuppen. Ich weiß nicht, was wir ohne die Hilfe von Neuankömmlingen wie euch getan hätten. Ihr habt meinen Dank. Und die Dankbarkeit von ganz Sommersend. Ich hoffe mal, dass wir uns sicher sind. Dank euch und anderer tapferer Neuankömmlinge wurde die Bedrohung durch die Kluftgasiere im Zaum gehalten. Setzt euer gutes Werk bitte fort. Okay. Das war alles. Schauen wir doch mal schnell, was das war. Aha, was ist das? Wanduril. Okay, nur weil es mich interessiert. Platsch. Wanduril. Ja, doch noch ein. Wo ist Wanduril? Hier. Wolkenruhe zerstört von Schatten. Ihr seht mir wie ein Reisender aus. Sagt mir, bringt ihr Neuigkeiten aus Wolkenruhe? Die Stadt in den Bergen mitten in Etornil? Meine Mutter ist dort. Und ich fürchte, sie könnte in Gefahr sein. Wie kommst du drauf? Albträume. Eine große Finsternis erfüllt die Straßen von Wolkenruhe und verschlingt alles. Im letzten Brief meiner Mutter wird erwähnt, dass die Velkenare vor ein paar Tagen die Seekrecke Zemaya gefangen haben. Schon wieder eine, ja. Wenn es etwas gibt, was mächtig genug ist, die Stadt zu zerstören,
dann ist es eine Krecke. Ja, ich fürchte schon. Könntet ihr nach Wolkenruh reisen und meine Mutter Belarin aufsuchen? Klar. Ich muss euch allerdings warnen. Falls meine Träume tatsächlich wahr sind, ist eine solche Reise unter Umständen mit großen Gefahren verbunden. Ihr werdet vor eurem Aufbruch möglichst viele Verbündete um euch scharen wollen. Sag mal, gibt's jetzt nur noch Gruppenquests? Egal. Ich weiß, dass ein paar Händler auf dem Weg in die Stadt sind. Ich bin mir sicher, dass sie euch mitnehmen würden, wenn ihr fragt. Und denkt daran, so viele Verbündete um euch zu scharen, wie ihr nur könnt, bevor ihr aufbrecht. Falls Zemaya Wolkenruh angegriffen hat, werdet ihr Hilfe brauchen. Ja, komm. Wenn Wolkenruh für etwas bekannt ist, dann sind es die Velkynare. Der Umstand, dass sie etwas derart Gefährliches wie eine Seekrecke fangen konnten, zeugt schon von ihrer Kampfeskraft. Insbesondere bei einer so mächtigen Seekrecke wie Zemaya. Mein Rat? Sucht euch mehr Kämpfer. Wenn Zemaya entkommen konnte, wird das keine leichte Schlacht werden. Selbst als einzelne Exemplare sind Krecken schon als mächtige Zauberer bekannt. Je mehr erfahrene Krieger sich euch anschließen, desto besser sind eure Chancen, sie zu besiegen. Alles klar. So. Das war's für heute. Jetzt haben wir doch nochmal eine Quest, aber nochmal eine Gruppenquest, was ich jetzt, naja, nur halb gut finde. Nehmt den Wagen nach Wolkenruh. Ist Wolkenruh nicht noch irgendwo anders? Da. Gut, egal. Das war's, ne? Bis zum nächsten Mal. Mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen.